Hallo Mobile-Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute geht es um die Begrünung da hinten. Ja. Ihr habt es im letzten Video schon gesehen, da habe ich ja schon mal kurz so ein bisschen ja, was gezeigt und wie ich genau das Ganze hier hinten begrünt habe. Das zeige ich euch im heutigen Video. Die Firma Microrama hat mir hier den B-Flock 50 zur Verfügung gestellt. Das ist ein Begrasungsgerät, wo die Leistung über einen Regler zwischen 15 und 55 kV eingestellt werden kann. Diesen hinteren Bereich hier, den habe ich damit begrünt und das zeige ich euch heute wieder Schritt für Schritt. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Also, legen wir los. Das Gerät kommt hier in einem wunderbaren Koffer. Und hier haben wir jetzt natürlich mal das Gerät selbst mit einem wunderbar langen Gegenpol mit Krokodilsklemme hier. Und auch dieses Kabel ist super schön geschmeidig. Das ist nicht irgendwie, also das wabbelt so richtig schön. Das ist super. Kann man dann hier drum wickeln. Und das Gerät hat hinten so einen ja, Fuß. Und damit kann man das abstellen, ohne dass das wegrollt. Auch eine sehr, sehr schöne Sache. So, auf dem, das ist das Gerät selbst, sehr handlich. Und hier oben ist der Knopf, wo man es quasi festhalten kann. Knopf drücken, begrasen. Und hier oben haben wir nochmal eine Einstellmöglichkeit zwischen der minimalen und der maximalen Power. Und hier nochmal die Verlängerung, um eben die kleinen Aufsätze anzubringen. Die Verlängerung selbst, man steckt das einfach nur hier drauf, fertig. Und das hält auch. Also das ist wirklich bombenfest. Also ich habe das bei anderen schon gesehen, die sagen, das wäre wabbelig oder so. Das stimmt nicht. Also die sind wirklich, ne, man muss hier wirklich ziehen, damit es weggeht. Und wenn dann auch der kleine Behälter hier dran ist, man kann hier super mitarbeiten, da geht überhaupt nichts ab. Und man kommt hier wirklich schön an kleine Stellen. Ja, er ist jetzt lang, ja. Mit dem Ganzen ist aber kein Problem. Also man kann das hinhalten und dann hier so ein bisschen den da machen und dann fällt das wunderbar, kann man hier wunderbar begrasen. Also das funktioniert wirklich sehr gut. Die großen Behälter dann entsprechend einfach so draufstecken, dann ist das Gerät so lang, man kann begrasen. Also das ist überhaupt kein Problem. Und was wir hier auch noch dabei haben, ist diese Platte. Auch die kann man hier aufsetzen, dann stellt man das Gerät einfach auf den Tisch und kann Sachen, also begrasen, die man drüber legt. Also man legt die Grasfasern hier drauf, zum Beispiel ein Bäumchen oder so, und kann das dann damit begrasen, seine Begrasungsplatte sozusagen. So, zu den Behältern selbst. Also ihr habt hier, wie gesagt, diese Behälter. Es ist auch nochmal eine Verschlusskappe dabei. Wenn noch ein bisschen was drin ist, wie hier bei mir, dann kann man die einfach zumachen. Man kann auch zum Mischen das schön, die Grasfasern rein hier drin mischen, ist das dicht. Und dann hat man hier die einzelnen Siebe von ganz fein. Das wäre jetzt dieses Sieb. Das ist ganz fein. Das geht wirklich wunderbar, gerade für ja, 2 mm Fasern ist das wirklich perfekt. Dann hat man hier ein etwas größeres Sieb. Das nutze ich jetzt zum Beispiel für die 4,5 mm Fasern. Geht auch perfekt. Und dann hat man hier noch zwei ganz grobe. Dabei sind jetzt hier diese zwei Behälter, diese großen und der eine große, eben der flachere, mit für diese Kombination. Obwohl ich den auch schon mit der Kombination benutzt habe, funktioniert auch einwandfrei. So. Und dann gibt es noch diese kleinen Behälter. Auch hier selbe Prinzip, wieder mit Deckel und eben kleine Siebe bis größere Siebe. Der Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt geht's los und zwar zunächst mit Polyfiber von Woodland Scenics. Das ist so eine Watte, so was ähnliches wie Watte, so, ne? Und damit stellen wir jetzt die Bodendecke erstmal da. Und zwar wird diese ganz fein auseinandergezogen. So ein ganz feines, ja, ein ganz feines Vlies hier erhalten und legen das so oder drücken das so in die Erde ein, die wir hier ja als Untergrund oder als Basis für die Begrünung hier haben. Das wird ganz fein hier reingedrückt. Und hier kann man sich dann entsprechend austoben, wo man eben die Bodendecke haben will. Dieses feine Gestrüpp, was eben ganz dicht über dem Boden wächst, sozusagen.
Dann nehmen wir uns hier wieder von Woodland Scenics das Feinturf. Das kommt in solche kleinen Pumpfläschchen rein. Und matter Klarlack von Vallejo. Und mit diesem Klarlack wird die Watte jetzt einmal besprüht. Wenn man hier ein bisschen daneben kommt und dann noch was hinkommt oder so, das ist überhaupt nicht schlimm. Und jetzt nimmt man das Pumpfläschchen und tut dieses Feinturf quasi ganz fein in diese besprühte Watte hier einpusten sozusagen. Dadurch kriegen wir hier eine ganz tolle Struktur hin. Jetzt kommen wir zum ersten Gras. Hier Mini Natur Beige 2 mm Wampi Clou und so ein kleines Stäbchen. Der kleine Behälter von dem B-Flock mit der entsprechenden Verlängerung dazu. Steckt man einfach drauf. Und jetzt machen wir hier kleine Punkte, wo wir dieses 2 mm Beige auftragen. Ja, ich habe am Anfang extra das Bild gezeigt, wie es fertig aussieht. Also hier nicht erschrecken, das sieht in den Zwischenständen teilweise echt komisch aus. Aber ihr habt es ja gesehen, am Schluss wird es eine sehr homogene und schöne Wiese. Und hier tragen wir jetzt eben diese Grasfasern auf in Beige, 2 mm. Das war lauter so kleine Graspüschelchen erhalten. Danach nehmen wir einen Staubsauger, machen da so einen Damenstrumpf drüber und saugen alles erstmal grob ab. Das mache ich tatsächlich eigentlich direkt nach dem Begrasen. Wenn das fertig ist und einmal durchgetrocknet ist, also wirklich hier 2-3 Stunden warten, nehmen wir hier wieder Mini Natur Heu und Beige gemischt. 2 mm mehr Heu wie Beige, also viel mehr Heu wie Beige. Und tragen jetzt größere Stellen auf, wo wir eben genau diese Grasfasern auftragen wollen. Ihr seht schon, es ist bedeutend großflächiger, aber noch nicht komplett flächig. Ja. Hier auch ein bisschen, wie man es halt machen will. Ne? Jetzt nehmen wir uns hier wieder den B-Flock und tragen eben diese Grasfasern auf. Es funktioniert einwandfrei, bis wir unsere Fläche hier komplett begrünt haben. Und ihr seht, ich trage immer sehr viel auch von diesem Wampi Clou Graskleber auf. Das funktioniert super mit dem Zeug. So, jetzt habe ich hier noch so eine ganz, ganz feine Düse. Also wieder grob absaugen und dann kann man hier mit der feinen Düse, wenn es alles getrocknet ist, nochmal so ein bisschen nachsaugen. Im nächsten Schritt nehme ich jetzt lange Grasfasern, 4,5 mm wieder gemischt. Ihr seht es hier, Mini Natur Beige und Heu, hier wieder mehr Heu wie Beige und trage jetzt wieder Graskleber auf alle Stellen, wo noch kein Gras ist. Wenn ihr hier Stellen haben wollt, wo gar kein Gras hinkommen soll, muss man die natürlich freilassen. Gerade die Steine zum Beispiel wollte ich, dass sie noch so ein bisschen durchschauen. Aber im Großen und Ganzen trage ich jetzt hier eigentlich so ziemlich überall Kleber auf, wo noch kein Gras ist. Ja, und jetzt, wie gehabt, die Grasfasern wieder einschießen, bis die komplette Fläche ja eben begrast ist. Wenn wieder alles abgesaugt ist, trocken ist und so weiter, kommen wir zum letzten Schritt. Hier ist Frühherbst 4,5 mm, denn ich wollte hinten am Übergang zum Hintergrund, dass das harmonischer wird. So habe ich hier die Kante und auch noch ein paar Stellen dazwischen. Einfach nur mit Klarlack einsprühen, ganz fein an den Stellen, wo man eben begrünen will und dann hier nochmal die Grasfasern eben in diesem saftigeren Grün aufgeschossen. Auch hier dazwischen, man kann da immer mal kleine Spots setzen. Das funktioniert einwandfrei, einfach drüber gehen, bisschen Klarlack, Grasfasern drauf, fertig. So, jetzt nehmen wir uns nochmal das Polyfiber, Klarlack und bauen die Büsche noch ein bisschen höher auf, wenn wir sie höher haben wollen. Den jetzt hier zum Beispiel wollte ich, dass das schon so ein bisschen ein höheres Gestrüpp ist. Und hier, wie am Anfang auch schon, das Polyfiber auftragen, mit Klarlack besprühen und das Feinturf
mit dem Pumpfläschchen ja reinpusten. Und damit kriegen wir jetzt hier wunderbar diese Bodendecke und diese flachen Büsche, die eben teilweise über dem Gras wachsen, hin. Und das macht man eben so oft, bis man den Busch in der Höhe hat, wie man ihn haben will. Wieder besprühen, Feinturf drauf. Ja. Im nächsten Schritt kommen wir hier zu den Gräsern von Martin Wellberg. Habe ich hier so eine kleine Auswahl von 2, 6 und bis zu 12 mm ja, Unkraut, Gräsern, Sträuchern etc. in verschiedenen Farben. Und ich nehme hier Mod Podge. Und zwar reißt man sich hier mit einer Pinzette so ein bisschen was raus, was man eben haben will, taucht das Ganze in den Mod Podge ein und ja, stellt es an die Stelle oder arbeitet es in die Stelle ein, wo man die Gräser und Büsche und größere Büsche, kleinere Gräser, wie man das eben haben will. Ne? Das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Dass es eben nach einer Wiese aussieht, wie sie in der Natur eben ist, wo Büsche wachsen, wo Unkraut wächst, große Büsche, kleine Büsche, lange grüne, helle, dunkle, wie es eben so ist. Und so kann man sich hier das Ganze wunderbar aufbauen mit diesen Produkten. Also die gefallen mir richtig gut. Er hat da noch viel mehr im Angebot. Schaut da gern mal vorbei. Und hier habe ich auch noch so ganz kleine braune Büsche, die dazwischen, wo ein bisschen was vertrocknet ist vielleicht auch. Und auch die kann man wieder überall schön unterbringen. Auch da hinten, ne, an diesem ja, Schutz, dass da hier der Berg nicht abrutscht. Da kann auch noch ein bisschen was hin. Ja, und so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig begrünt ist. Hier mal der Schwenk drüber. Unterhalb vom Berg hier habe ich noch nichts gemacht, also nicht wundern, da kommt noch Grün hin. Aber diese Ecke ist jetzt soweit schon mal okay. Und hier sieht man jetzt auch nochmal den Busch aus einer anderen Perspektive. Das sieht doch ganz hübsch aus, oder? Was sagt ihr? Nochmal der Blick hinter in die Schlucht sozusagen. Ja, und jetzt zum Abschluss kommen noch 2, 3, 4 Bilder, wo man sich das Ganze nochmal anschauen kann. Zur Not, wenn ihr länger schauen wollt, drückt einfach die Pause-Taste. Ja, aber so passt das schön zum Hintergrund, denke ich. Ja, das war's zur Begrasung. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar Anregungen mitgeben und alle Links zu den Produkten wieder unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr quasi alles so ziemlich, was ich hierfür zu der Begrasung genutzt habe und auch für die Büsche und so weiter. Klickt da einfach mal rein oder guckt da mal rein. Und jetzt bleibt mir nur noch zu wünschen, euch eine wunderschöne Zeit. Freut mich, wenn ihr nächste Woche oder im nächsten Video wieder einschaltet. Und bis dahin sage ich Tschüss und Bye Bye.